Hallo, herzlich willkommen zurück. Schon eine recht fortgeschrittene Staffel, muss man ja sagen. Gleich nicht mal Halbzeit, zumindest nach Jahren, die uns bleiben in diesem Spiel. 1603. Gute 100, bisschen über 150, 160 Jahre fast gespielt. Gute 200 bleiben uns sogar noch. Mal gucken, wie tief wir da hineingehen wollen. Ich habe viele meiner bisherigen Staffeln ja, glaube ich, immer wirklich bis zum Ende gespielt. Wobei ich gerade die letzten Jahre dann auch irgendwie immer so ein bisschen Quatsch finde, wenn man auf dieses, was ist es, 1821 oder 1811, gar nicht ganz sicher, hinspielt und weiß, okay, ich gehe jetzt noch ein Jahr spielen und dann ist irgendwie vorbei, das ist dann auch irgendwie Quatsch. Oft mache ich dann vorher, so ein paar Jahre vorher irgendwie immer Schluss, wenn ich merke, okay, ich habe das große Ziel erreicht oder die Geschichte ist auserzählt. Dann ist es das dann auch oft gewesen. Aber wir sind noch weit davon entfernt, die Geschichte des Nordischen Reiches auserzählt zu haben. Ganz im Gegenteil. Das Gefühl, wir beginnen erst. Und je mächtiger wir im Norden werden, desto argwöhnischer beäugt man uns. Im Süden, desto argwöhnischer schauen die anderen Großmächte auf uns. Ja, im Moment noch hinab. Schaut euch mal Frankreich an, natürlich mit der Personalunion doppelt so stark wie wir fast. Osmanen ebenso. Litauen, unser enger Verbündeter, uns auch doch richtig voraus, und Moskau ist ja auch trotz Schwächungen, trotz Wunden, die wir ihnen zugefügt haben. Brandenburg hat Böhmen den Krieg erklärt. Das ist jetzt dann wohl das Ende Böhmens. Wenn gleich die Briten wieder mitmischen. Ich hoffe, da werde ich jetzt nicht reingezogen. Wobei, nee, ich habe ja einen Waffenstillstand mit den Böhmen. Kann mir nicht passieren. Ja, aber Österreich. Böhmen wird jetzt aufgeteilt zwischen Österreichern und Brandenburgern. Ich glaube, das war's. Haben sich tapfer gehalten, muss man nochmal aussehen. So, was ich zu Beginn endlich mal machen will, ich würde tatsächlich jetzt mal dazu tendieren, dass wir den Handel gen Lübeck verlagern. Wir sind zwar noch nicht die ganz große Macht, werden aber immer stärker. Gerade wenn wir jetzt die Kernprovinzen, haben wir die schon, hinzugefügt haben, würde ich gerne Lübeck zum Haupthandelshafen machen. Und den Handel entsprechend von der Ostsee gen Lübeck übertragen. Wahrscheinlich sogar von, lass es mal kurz überlegen. Entweder von hier. Ja, vielleicht sogar von Novgorod in die Ostsee nach Lübeck. Das heißt, ich würde Sjælland zum 197 Macht. Wenn ich die Macht habe, würde ich Sjælland dann zum Haupthandelshafen deklarieren wollen. Ein unbeliebter Mathematiker, ja. Klar, wir umgeben uns mit den klügsten Köpfen der Welt, aber nicht alle davon sind uns bequem. Boah, Prestige verlieren. Oder Prestige gewinnen, aber tatsächlich, wir haben so viel Prestige. Erinnert euch noch an die Zeiten, wo wirklich tiefe Minus waren, wo wir auch noch Probleme hatten, was die Legitimität angeht, weil das Haus der Wettiner einfach nicht anerkannt war. Das alles ist Geschichte. Unser Thronfolger wird... Ja, man schwärmt, man spricht in den höchsten Tönen von ihm. Ich denke, Ziel für diese Folge, um da auch kurz drauf zu sprechen, zu kommen, Gott, fast 8000 Tage, wird es sein, die Annexion Novgorods abzuschließen. Dann kommen wir hier auch wieder auf einen sauberen Wert, nämlich 4 von 4 diplomatischen Beziehungen. 1610, also in gut 6 Jahren wird es soweit sein. Das ist gut. Lübeck wird ein bisschen noch dauern. Das wird sie jetzt auch alles andere als gehalten stimmen. Es gibt ungehalten. Gibt es gehalten tatsächlich überhaupt? Man weiß es nicht. Es wird sie nicht erfreuen. Plus wir kassieren ordentlich Malus auf die diplomatische Reputation. Lübeck wird also noch ein Weilchen unabhängig bleiben. Ist aber in Ordnung. Ich wollte nochmal genaueren Blick drauf werfen, was aggressive Expansion angeht. Klar, Kleve, Braunschweig, Verden, Pommern mögen uns nicht mehr. Was aber interessanter ist, sind die Werte der anderen Nationen. Da sind wir so im 20er-Bereich zum Teil. Kolonialfirma geht bankrott, helfen durchaus mal aus. Wenn unser
Ich habe das Gefühl, unsere diplomatischen, unsere kolonialistischen Bewegungen, unser, ja, unser Bestreben, Schwedisch Labrador zu erschaffen. Ganz kurz Loyalität oder Einfluss und Einfluss für ein bisschen Geld. Na. Ah, ich habe das Gefühl, diese Bestrebungen sind eher so ein Privatvergnügen verkommen, muss man ja sehen. Es ist mehr ein Hobby als ernsthafte Absicht. Mehr ein Hobby des Königs, würde ich sagen. Als die ganz große Politik. Böhmischer Kristall. Das venezianische Glas, die Industrie dominiert, aber jetzt ist es wohl vorbei damit. Vorbei ist es wohl auch demnächst mit Böhmen. Und Moskau schlägt gegen die Usbeken. Ich weiß gar nicht. Da gerne mich mal auf den Stand bringen. Kann Moskau... kommt Moskau in den... wie formuliere ich das? Kommt Moskau in den Genuss der gleichen Boni wie Russland? Das hat, kommt... Ich weiß nicht, wie das genau heißt. Eben diese ostwärts... Kolonisierung. Oder hat das wirklich nur Russland? Und Russland kann ja nicht geformt werden, weil ich Länder reinhalte, die sie bräuchten. Haben sie aber alles nicht nötig, denn sie holen sich einfach das Land, das es schon gibt. Verbindet mit dem Osmanen und mit Burgund. Das ist ein sehr interessantes Bündnis tatsächlich. Zwar abgesehen, dass ich wirklich begeistert bin, dass Burgund nach wie vor Bestand hat. Es ist auch stark verbündet jetzt mit den Moskowiten. Es macht scheinbar auch Schritte. Oder ist irgendein Krieg mit drin. Und hat das Land geeint. Sie haben zwar Kriege verloren, haben aber zumindest Holland integriert bekommen. Und haben es geschafft, hier durch den Krieg gegen Elsass-Lothringen oder nur Lothringen. Lothringen und wahrscheinlich das Elsass. Ich sehe nicht ganz, wo das Elsass wäre. Das ist Elsass. Okay. Das Elsass haben sie nicht genommen, aber ne, sie haben ihre Ländereien verbunden und stellen damit jetzt so eine Art, ja, Mauer dar. Eine ganz, ganz wichtige Mauer, um Frankreich innerhalb Europas ein bisschen einzuhegen. Dann kommt nämlich noch Mailand. Mailand auch sehr stark verbündet und ebenfalls Verbündeter Frankreichs. Also im Prinzip ist das hier die natürliche Ostgrenze des Französischen Reiches. Dann ein Krieg gegen Burgund würde ein Krieg gegen Moskau ebenfalls bedeuten. Ich weiß nicht, ob Frankreich das riskiert. Und mit Mailand werden sie sich nicht anlegen. Mit denen sind sie verbündet. Ich weiß nicht, ob sie, kommen gleich zu diesem Krieg, sich hier Richtung Italien weiter bewegen würden. Jetzt kurz, ja, wir nehmen die, in dem Fall, Abvölkerung. Ja, sie wollen Burgund, aber Italien wollen sie nicht. Sie haben aber ein Auge auf Aragon. Kann über kurz oder lang natürlich passieren, dass sie hier weiter aggressiv gegen Portugal vorgehen, dass sie Aragon den Krieg erklären und dass wir ein Frankreich erleben, das im Prinzip komplett Westeuropa hier umfasst. West-Süd-Europa. Nichts, was ich gerne sehen möchte, denn Frankreich ist auch jetzt schon viel zu mächtig. So mächtig werden wir nie werden können. Osmanen greifen an. Ungarn. Nicht mehr verbündet. Die Ungarn mit, offensichtlich mit Österreich. Interessant, interessant. Ich weiß nicht, ob das Bündnis da gebrochen wurde. Das wird natürlich jetzt, bereitet den Weg. Die osmanischen Heerscharen drängen in das Territorium der Christenheit. Apropos Christenheit. Das Reich ist ziemlich protestantisch geworden. Ne? Der Katholizismus, kann auch sein, dass Frankreich sich demnächst als einzige katholische Großmacht wiederfindet. Wenn man Mailand mal rausnimmt und Ungarn dürfte gleich Geschichte sein. Na gut, Aragon noch dazu. Wir missionieren natürlich fröhlich weiter. Können wir Staaten erstellen eigentlich? Jütland? Jawohl. Prima. Nächster wichtiger Starter stellt. Jetzt macht es, glaube ich, auch wirklich Sinn, den Haupthandelshafen zu verlegen. Noch einen Moment. Können ein bisschen investieren jetzt natürlich auch, wo wir. Na,
Zum Beispiel in Nordjütland sehe ich, Ostjütland macht auch Sinn für uns. Gibt jetzt auch den Übungsplatz, auch nicht verkehrt. Fühn mit einem Marktplatz beehren? Nee, sehe ich nicht. Bisschen mehr Geld noch in die Hand nehmen. Wir könnten jetzt Übungsplätze. Ich glaube, ich setze erstmal noch auf Regimentscamps. Ich noch zwei weitere zumindest. Weil da müssen wir wirklich noch nachlegen. 66.000 am Limit. Gleich, wenn wir Novgorod annektiert haben. Gewinnen wir auch natürlich ihre Armee dazu. Gar nicht so blöd. Ganz gut für uns. Wir können uns noch einen General jetzt auch erlauben. Lebenhaupt, um einfach weiter zu drillen. Und können uns mal Gedanken machen. Einen Krieg gegen entweder Dithmarschen oder Hamburg vom Zaun zu brechen, denn so hoch scheint mir die aggressive Expansion nicht gewesen zu sein. Wir könnten, wie gesagt, Polen-Litauen reinziehen. Sachsen ist eben im Bund mit Aragons, Savoyen-Lüttich. Die könnten dann werden wahrscheinlich reingezogen, es sei denn, Aragorn sagt, nee, der King Benin, der nimmt uns hier so einen Anspruch, da, puh, gar keine Zeit für. Portugals Glanz ist dahin. Weder protestantisch noch katholisch. Da geht es immer wieder darum, uns hier mit den... Ach ja, werden wir uns mit ihnen gegen den Papst stellen. Immer wieder darum, mit Polen-Litauen immer zusammenzuarbeiten, aber irgendwie kommen wir da auf keinen grünen Zweig. Also ich weiß nicht, ich glaube, ich kann nicht so gut, ich weiß nicht, wie aggressive Expansion jetzt die Attacke auf Hamburg mich kosten würde. Also was ich bezahlen müsste. Und wie viel Angst ich haben müsste vor einer Koalition. Ich würde einfach aus Bequemlichkeit, ich meine, mit Aragorn müssten wir es jetzt auch aufnehmen können, würde ich aber Polen-Litauen in diesen Krieg reinrufen. Oh ja. Die Frommen von Schweden und Polen-Litauen werden sich an diese Tage, an diesen Tag erinnern. Ich würde die Meinung verbessern. Jetzt könnten wir eigentlich Seite an Seite in den Krieg ziehen. Ich glaube, das würde ich auch gerne machen in dieser Folge, dass wir uns Hamburg, ja, ich will nicht sagen einverleiben, aber doch, eigentlich möchte ich genau das sagen. Sind verbündet mit Sachsen, Lauenburg und Oldenburg. Können wir hier direkt in einem Doppelschlag einmarschieren. Und danach uns Oldenburg noch sichern. Und dann müssen wir uns nur gegen den Kaiser erwehren. Hallo Jenny. Guck, tapp, ob du meine externe Festplatte tapp hast. Tapp hier doch nicht so herum. Nee, die externe Festplatte hast du. Du hast zuletzt okay. Davon was gerendert. Sag hallo, Jenny. Hallo, na, ihr Lieben. Jenny macht sich nicht bereit für Japan und braucht Platz auf ihrer Kamera und ihre PC ist voll. Die hast aber auch echt du. Also ich ja, ja, ich weiß, ich habe nur mich gewundert, welche ich nicht gesehen habe. Das war ganz süß, dass Jenny ganz langsam die Tür geöffnet hat. Und dann so rein tapste. Jetzt macht sie auch ganz leise die Tür zu. Okay. Also, Truppen sind aufmarschiert in Schleswig und in Holstein. Ende des Monats sind wir voll da, was die Moral angeht. Übrigens noch 10%. Und, boah ja. Moskau nimmt weiter einen guten Happen der Krim. Oder von Krim, muss man ja eher sagen. Zerreißen ihr das Reich. Unschön, Leute, unschön. Gefällt mir gar nicht. Ich hoffe, dass sie vielleicht Moskau zumindest hier kartentechnischen Einsehen haben wird, was Ungarn angeht, aber ich vertraue der KI dann auch nicht wirklich. Also, wir wollen Hamburg. Wir nehmen Polen, Litauen rein. Gefallen schulden sie uns einige. Wir riskieren, dass wir Sachsen damit natürlich aufs Blut provozieren und sie ihre Verbündeten reinholen, aber dem sehe ich ganz gelassen entgegen. Aufmarsch beginnt. Sachsen alleine. Wow. Sachsen ruft nicht die Bündnispartner rein. Noch bestehen die Bündnisse. Das heißt, Sachsen ist
nicht gewillt oder will es nicht riskieren, dass Aragorn sagt nein. Für Hamburg kämpfen wir nicht. Da hört dann wohl die Freundschaft auf. Okay. Sie strafen nicht Lügen. Aber ihr seht, wir sind zahlenmäßig deutlich überlegen. Einzige Problem ist, dass wir den Krieg natürlich ein Weilchen ziehen müssen. Um dann auch Hamburg wirklich annektieren zu können. Aber das kann einfach über Zeit gehen. Denn ich will jetzt nicht extra losmarschieren und Aragorn aus diesem Krieg entnehmen. Oder Savoyen. Das ist weit weg. Wir schränken uns jetzt mal hier die wichtigen Städte im Norden zu besetzen. Wir können es natürlich Polen, Litauen überlassen. Was machen die Osmanen hier in... Ich dachte schon, da wäre irgendwie jetzt auch Krieg. Aber nein. Was machen die Osmanen hier in Polen, Litauen, ne? Verdächtig. Einmal durchmarschiert. Haupthandelswaffen kann ich den Fall nicht im Krieg. Okay, Punditon holt sich Oldenburg, prima. Das ist ein ganz entspannter Krieg, glaube ich. Ein guter Dinge. Brandenburg, ja, die Geschichte mit Böhmen sollte sich auch fügen. Da sollten wir an unseren Beziehungen auf jeden Fall, naja gut, die sind fast auf Maxima gewesen. Mailand. Das ist okay, auch soweit. Kleiner Aufstand von den Dänen, aber bitte schicke ich gleich die Armee. Guck mal hier, die Polen-Litauer haben doch da schon Interesse angemeldet. Unsere stolze Flotte. Sie sieht stolz aus, als sie ist mit den 80 Schiffen hier, muss man auch fairerweise sagen. Um meine Bestrebungen, eine wirklich hochseetaugliche Flotte aufzubauen. Ich weiß nicht. Oh, Oldenburg ist auch schon gefallen. Stehen wir gern Sachsen. Thüringen, besser gesagt. Sachsen-Lauenburg wäre natürlich auch interessant für uns irgendwann mal zu nehmen, aber das wäre wirklich dann zu viel des Guten wohl, deswegen ablehnen, entschuldige mal. Ziehe ich den doch wieder zurück. Hätte das Land durchaus gerne auch dann früher später in meinen Händen, auch wenn es nur 8 Entwicklungen sind, werde ich aber darauf verzichten. Erstmal mich auf Hamburg konzentrieren, danach Dithmarschen, um das hier auch abzurunden. Und irgendwann stoßen wir, glaube ich, an die Grenzen unserer Expansion. Oh Gott, viel zu viel Truppen hier jetzt. Muss ich nicht mitmachen. Wir können hier zumindest die ein oder andere Dukate noch schrapfen. Das wird unserer Wirtschaft auch gut tun. Wir sind nach wie vor nicht da, wo ich uns gerne hätte. Exploration, Handelsübertragung. Ich sage danke, Oldenburg. Sachsen wird relativ zügig fallen. Hamburg wehrt sich noch. Aber sie werden bald sehen, das ist alles relativ. Ja. Wozu? Wozu, frage ich. Mutiges Lübeck? Ist nicht ganz, wo Brandenburg hier aufmarschiert. Nordjütland wehrt sich auch. Würde ich gleich diese Armee einfach mal vorbeischicken. %94. Könnt Frieden machen noch mit den Lauenburgern. Kriegt den gleichen Deal. Reparation, Handelsübertragung. Und die Staatskasse wechselt den Besitzer. Das tut zwar dem Warscore nicht so gut, aber unserer Kasse auf jeden Fall. Die Reformierung des Handels. Wir gehen auf... Zölle machen keinen Sinn für uns. Wir haben kein wirkliches Kolonialreich in dem Sinne. Provinzhandelseinfluss oder Handelseffizienz. Wir gehen mal auf die Handelspolitik. Sachsen darf auch seinen Beitrag leisten. Natürlich. Ah, Handelseinfluss ist zu viel. Dann nehme ich euer Gold einfach. Kriegsreparation. Einer nach dem anderen fällt. Die Rebellen
Das dürfte auch kein Problem sein. Gott, das wird 6,3 zu 4,6 Moral. In der Disziplin haben wir noch ein bisschen Nachholbedarf. Frankreich greift die Bretagne an, aber auch kein Problem. Wird diese Ecke hier endlich ausgemerzt? Boah, aber doch. Deutliche Verluste. Fast 12.000 Mann hier verloren. Das war anders, als ich mir das vorgestellt hatte. Der englische Schweiß. Muss Karl flüchten? Oder sollten wir lieber alles Mögliche unternehmen, um diese schreckliche Krankheit in Stockholm auszumerzen? Wir werden natürlich unser Bestes tun. Für das Volk. Aber ihr seht, es ist jetzt so im Kriege. Abgesehen, dass wir jetzt einen Kredit aufnehmen müssen. Gut, ich habe einen sehr teuren Berater, aber dennoch. Unsere Wirtschaft ist noch nicht da, wo ich sie gerne hätte. Und die Größe des Reiches darf hier noch nicht darüber hinwegtäuschen. Dass wir es bisher eher zu einer mittelgroßen Macht gebracht haben. Mit den Großmächten Frankreich, Britannien, Polen, Litauen, Osmanen. Und mit Abstrich noch Moskau. Da dürfen wir uns noch nicht messen. Sogar in Kriegszeiten sogar ins Minus rutschen. Muss eigentlich nicht sein. Frage ist, ob ich jetzt wirklich nach Aragon marschieren muss oder ob das meine Verbündeten für mich übernehmen könnten. Aragon sich auch gar nicht blicken lässt bisher. Das kostet ganz schön viel, das Missionieren hier. Aber es ist ja für eine gute und gerechte Sache. Hamburg ist gefallen. Ihr seht aber auch nur 23% Warscores. Also ich muss wirklich jetzt den Weg gehen wahrscheinlich und Aragon angreifen. Könnten Lüttich... Okay, Lüttich wird belagert, sehe ich hier. Navarra gehört zu Aragon. Savoyen. Muss wahrscheinlich auch rausgenommen werden. Wahrscheinlich würde ich dann eher mich auf den Stiefel konzentrieren. Dann gehen wir jetzt einmal den ganzen weiten Weg Richtung Nizza und marschieren von Nizza aus dann weiter. Dann würde ich zur Sicherheit sogar die komplette Armee marschieren lassen. Aragon kann natürlich schon ein paar Mannen aufbieten. Die Flotte ist soweit dann fertig. Ich könnte sie ins Mittelmeer schicken. Aber erstmal reparieren wir. Ja, warum nicht? Auch gerne mal global Flagge zeigen. Wir können auch schon mal gucken. Abbrechen. Fast bedingungslos kapituliert, wenn ich Hamburg nehme. Ah, okay. Ist eine kleine Koalition. Das sind aber alles unbedeutende Länder. Und es werden wahrscheinlich nur ein, zwei Jährchen vergehen. Da sinkt die aggressive Expansion natürlich auch weiter. Auch wenn alle Nachbarn hier natürlich mehr als klar sein dürfte, was Schweden treibt. Sehr gespannt, was das Schicksal Ungarns angeht. Wenn Ungarn jetzt fällt, dann stehen die Osmanen wirklich bald vor Wien. Das könnte dann ganz interessant werden. Okay, Aragon ist da. Die Schweden marschieren aber auch auf. Ich muss jetzt nur ein bisschen aufpassen. Überall die Osmanen. Gucken sich schon mal um, wo sie gerne später sich ausbreiten wollen. Schön hier in der Provence. Gute Gegend. Bisschen mehr Mittelmeer. Boah. Es ist irre, teilweise, wie mein Computer, der echt gut ist, angesichts von dem hier in die Knie gehen. Wenn gleich, ich nehme Bandicam auf. Wir nehmen mit Bandicam auf. Das natürlich auch nochmal ein bisschen fordert. Ich weiß nicht, ob ich meine Flotte wirklich hier in Beleidigung von Moskau. Ich glaube, ich muss es nicht riskieren, meine Flotte hier jetzt komplett. Ne, keine Stützpunkte in der Nähe. Deshalb werde ich davon absehen, die Armada ins Mittelmeer zu entsenden.
wenn ich da keine sicheren Häfen habe, die ich im Zweifelsfall anlaufen kann. Wir nehmen durchaus die Steinschlossmuskete direkt mal mit. 9% Malus sind okay. Der, was so, wo sind wir gerade? Der Globalhandel, ne? Der breitet sich aus, zumindest in Stockholm haben wir ihn schon. Olonez, aber das ist Sache Novgorods, die auch gleich nicht mehr sind. So, den muss ich mich auch gar nicht mehr wundern, warum sie hier irgendwie im Ingermannland stehen. Jetzt an der Stadt die falschen Einstellungen gewählt habe. Das sollte schnell gehen, Neapel. Auch nur eine Zweierfestung. Wenn wir den Stiefel besetzen, kriegen wir damit sicherlich Aragorn raus. Lüttich ist schon willens aus. Geht. Oh, da ist Aragorn. Das ist jetzt ein bisschen ungünstig, weil sie jetzt wahrscheinlich. Oh, 60.000 Mann. Sie werden jetzt hier natürlich attackieren. Nehmen Lüttich mal raus. Handel wird übertragen, bitte kriegst du Ration und ein bisschen Gold. Vielen Dank. Nizza. Das geht schneller. Aber wenn Aragorn im Norden ist, dann kann ich schon mal gerne Neapel marschieren. Sie werden jetzt relativ zügig Hamburg befreien und dann die dänischen Lande besetzen. Das ist okay. Die Flotte kontrolliert den Öresund, das heißt mehr als bis nach Nordjütland geht nicht. Wir können eine neue Regierungsform. Das will ich mich nach dem Krieg ganz in Ruhe mit auseinandersetzen. Das sollte zügig gehen. Polen, Litauen marschiert auf. Jetzt bin ich gespannt, was sie hier. Oh! Ja, die hauen wieder ab. Die hauen ab. 70.000 Mann. Jetzt wäre es an Polen-Litauen dagegen zu halten. Gottes Staat auf Erden wehrt sich gegen die Macht vom Bosporus. Aber ich glaube umsonst. Nizza gefallen, prima. Ich konzentriere mich jetzt wirklich darauf, hier ganz kurz Aragorn einen Schlag zu versetzen, um sie damit rauszukriegen. Und gut, dass wir nicht ins Mittelmeer gesegelt sind, 60 Galeeren allein. Oh, ist schön hier eine Armee, prima. Savoyen darf auch seinen Beitrag leisten, um unsere Staatskasse ein bisschen zu unterstützen. Und die Religion sogar erzwingen. Ist mir in dem Fall wichtiger. Ja. Also sie waren schon protestantisch und akzeptieren es jetzt aber auch. Hamburg wird relativ schnell fallen, aber ich hole mir hier die Punkte gegen sie. Vielleicht holt sich Polita noch Weska oder Weska. Die Belagerungswerte sind da, hat er einen Punkt. Ruhig die Artillerie voll auf Neapel richten. Moment, ich habe hier schon, weil ich habe schon 5. Dann brauche ich nicht mehr. Ah, ich komme hier auch gar nicht weiter, mal shit. Ich spiele es gerade auf Nummer sicher. Die Dänen sind sowieso. Die müssen ihre Lektionen noch lernen. Die sind ja erst ganz neu und ganz frisch Teil des Schwedischen Reiches. Sie verdienen noch gar nicht unseren Schutz. Ich hab's gegen Aragorn jetzt für einen weißen Friedenreich. Ich besetze hier erstmal noch ein paar. Oh, das sollte eigentlich andersrum laufen. Ich will ja nicht so viele Truppen in die Belagerung eigentlich einzelner Provinzen schicken müssen. Sei es drum. Jetzt wird hier wirklich mobilisiert. Das ist ein Wahnsinn. Weiß doch. Kann ich jetzt einfach hier den Boden noch ein bisschen mit denen aufwischen. Weil ich jetzt auch wieder ein bisschen auf die Rekruten selber machen sollte, nicht allzu verschwenderisch damit umgehen. Hamburgs gefallen ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Reicht's schon? Vielleicht? Weißer Frieden?
Oh ja, ich finde, ihr dürftet durchaus... Oh ja. Oh ja. Ja. Holy fuck. Wie viel Geld habt ihr? Reiches Aragorn. Ganz kurz, bevor ich jetzt hier Frieden mache. Ob da noch mehr zu holen ist vielleicht. Vielleicht, wenn sie die Belagerung da schnell durchkriegen. Ein paar Bauernregimenter. Hm. Vielleicht kann ich dann noch die ein oder andere Dukate mitnehmen. Nur Lübeck sollte ich mir nicht nehmen lassen. Das ist unnötig. Gleich ist Novgorod. Boah, schaffen wir es unter 10.000 Tagen? Teil unserer glanzvollen Nation. Müsste jetzt zum Jahres... zum... ja, Jahreswechsel sogar sein. Hoffe ich doch. Ja, gegen die Rebellen kann ich gar nichts machen. Jetzt geht es mir eigentlich nur um das Geld, das Gold Aragons. Hm. Ich brauche die Machtpunkte gleich, um Hamburg zu integrieren. Ist eigentlich Quatsch, dass ich mal jetzt auf diese eine Provinz auf Galabrien zu warten, aber... könnte sogar Messina noch ins Visier nehmen. Frage ist, ob Hueschka fällt. Wir kommen im Absolutismus. Ah, jetzt bereue ich es gerade. Fast schon. Ich habe das goldene Zeitalter ein bisschen aus den Augen verloren. Das Religionszentrum löst sich dadurch auf. Fällt Hueschka, bevor Lübeck fällt, ist die Frage. Kann ich den hier noch... bisschen Gold ab. Mal gucken, wie weit sie jetzt gleich kommen. Oder Messina fällt. 10. Ist gut, knapp. Novgorod gleich Teil Schwedens. Schön. 5 Prestige. Aber minus 3 diplomatische Reputation. Oio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 
Schuldenfrei sind wir jetzt auch. Wie wir die Armee da auch integriert kriegen, auch das wird sich zeigen. Okay. Polen-Litauen geht schon drauf. Also nächste Folge könnt ihr euch jetzt schon mal notieren. Na, da wickeln wir den Krieg dann mit Hamburg ab. Da werden wir die Novgorodsche Flotte integrieren, gucken, wie wir die Armee integriert kriegen. Sind jetzt sogar deutlich über dem Limit. Okay, es kostet ganz schön Geld. Sollte ich mich von zumindest ein paar Mannen verabschieden. Schon mal. Ist dann doch zu viel des Guten. So viel muss ich nicht drüber bezahlen. Und dass es jetzt so schnell geht, wird, sehe ich auch nicht. Aber wobei, ich habe... Naja, das war jetzt vielleicht ein bisschen fahrlich. Staatsgebiete und so weiter. Habe ich jetzt auch noch nicht zugefügt. Also eine Menge zu tun. Wir müssen... Oh, Sachsen? Verlor das Bündnis. Interessant, das ist gut für uns. Gibt uns freie Hand, hier in Norddeutschland weiter zu agieren. Also nächste Folge. Die Flotte uns ganz genau angucken. Die neuen Schiffe integrieren. Wir müssen uns die Armee genau angucken, da uns aufstellen. Wir müssen Kernprovinzen erstellen, gucken uns die Festungen an. Wir beenden den Krieg vielleicht noch jetzt in dieser Episode. Ja, wahrscheinlich alles erst was für die nächste Folge. Schwedische Armee ist auch auf dem Heimweg. Kriegsreparation 11. Fast 12 Dukaten. Das tut uns gut. Ist aber auch nötig tatsächlich. Ich nehme hier durchaus mal so einzelwache Berater mit. Wir haben ein sehr großes orthodoxes Gebiet mittlerweile jetzt auch dazu gewonnen. Da müssen wir natürlich auch gegen vorgehen. Deshalb kommt uns Missionarsstärke gerade recht. Oh, den Frieden gucken wir uns noch an. Das geht! Oh, eklig. Beckisch, Likes, Schlabosch, Drontal. Okay, es sind dann doch ein paar Provinzen. Oh ja, vor allen Dingen hier Dalmatien, Lika. Oh, das gibt Abzug. Istrien leider gelassen und hier so ganz fies. Wahnsinnig unangenehm, was Ungarn da erdulden musste, was ich auch erdulden muss jetzt. Boah, ja. Die Osmanen werden wiederkommen. Um die Regierungsform kümmern wir uns auch in der nächsten Episode. Ihr seht, wir haben eine Menge vor. Könnt euch darauf freuen. Und deshalb schönen Tag noch. Tschüss.